Meiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich dem Staubsaugen, bin ich heute schon nachgekommen und damit habe ich dir, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist bei euch Karfreitag, bei mir noch nicht ganz. Und was macht man am Karfreitag? Richtig, weiseln. Das Verputzen ist mittlerweile fast 2 Wochen her. Der Putz ist so weit drucker, damit ich die Wand weiß machen kann. Farbe habe ich schon besorgt, und zwar eine Caparol Xylitol Bio Innenfarbe. Das ist eine rein mineralische Farbe, die gute Biofarbe. Die ist hochdiffusionsfähig, genau das Richtige für einen Kalkputz. Ich habe ringsherum schon an dem Übergang von der USB-Platte zur Wand dieses Schaumstoffband weggemacht, damit ich da sauber an die Wand hinweiseln kann und nicht nachher das Problem habe, dass ich dann in dem Bereich, wo der Übergang ist, die Putzkanten wieder sehe. Ich werde jetzt auch nichts abkleben. Ich habe mir da so einen broaden Pinsel besorgt und werde die Kanten oben beschneiden, also Freihand pinseln. Es ist und bleibt ein Heizhaus, wobei ich das jetzt in einem Wohnraum auch nicht anders machen darf. Ich hasse diese Abkleberei einfach und dann läuft es da trotzdem wieder hinter das Klebeband rein. Also mache ich es gleich Freihand, und außerdem kommt da oben an der Decke entlang sowieso der Brüstungskanal und dann sieht man den Übergang sowieso nicht. Unten am Boden mache ich dann noch Sockelleisten rum und dann ist das auch verdeckt. Aber trotz allem, in der Wohnung bei uns habe ich es auch so gemacht, dass ich einfach um die Spanen rum und an der Wand entlang das Freihand gestrichen habe, und das funktioniert, wenn man ein bisschen Obacht gibt. Ich tue jetzt auch gar nicht lang rum, es geht gleich los. Als allererstes muss man die Farbe natürlich einmal gescheit aufrühren. Da nehme ich jetzt einfach einen Akkuschrauber mit so einem kleinen Quirl, das langt leicht. Und dann füllen wir einen Teil von der Farbe in den anderen Kübel um. Das ist extra so ein Kübel, den haben wir rumstehen. Ich weiß nicht, wo der her ist. Der hat eben da schon dieses Gitter, damit man die Rollen dann abstreifen kann. Da vorne zwei so Öffnungen für einen Pinsel und da ein bisschen so eine Ausbuchtung, damit man es wieder rauskippen kann. Ich finde den einmal echt praktisch. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo wir den her haben. Den, glaube ich, den haben wir schon seit 20 Jahren daheim. Sonst hätte ich ihn euch verlinkt in der Videobeschreibung, weil der echt gut ist. Jetzt füllen wir da einen Teil in den Kübel rein. Warum, das seht ihr jetzt gleich. Weil ich werde nämlich die Farbe, und jetzt werden die Maler alle schimpfen, ein bisschen mit Wasser verdünnen. Für den ersten Anstrich möchte ich das, dass das erstens mal schnell trickert, dass ich ein zweites Mal drüber streichen kann. Ja, ich werde das zweimal streichen, damit es einfach eine saubere Sache ist. Und beim ersten Anstrich muss das nicht so dick sein, weil sonst wird der ganze Farbauftrag so dick. Und darum werde ich das nicht recht viel, bloß ein bisschen mit Wasser verdünnen. Weil wenn ich jetzt viel Wasser rein tue, dann spritzt es wieder so. Ja, das passt mir so. Da ist jetzt echt nicht viel Wasser drin. Ich glaube, wie werden es denn sein? 100 Milliliter oder 150 Milliliter vielleicht. Da werden jetzt vielleicht so 3 Liter drin sein, Farbe. Das langt leicht. So, und jetzt geht es ja schon los beim Weiseln. Vorher noch die Farbe zumachen, damit die nicht trickern. So, die nehmen wir weg. Brauchen wir jetzt vorerst nicht. Gut. Ich werde jetzt erstmal unten anfangen. Unten ist immer gut. Ich werde jetzt auch gar nicht viel abdecken. Ich werde mir da bloß so einen Pappendeckel, was ich habe, da an die Kanten hin tun. Das kann ich dann gleich leicht als Führung hernehmen. Passt schon so. Ich werde also Sockelleisten hier machen mit 5-6 cm, dann sieht man das später sowieso nicht mehr. Dann habe ich da meinen Pinsel, das ist ein 3x12, das heißt 3 cm dick, 12 cm breit. Der geht gut was an Farbe rein, dass man da auch Fläche machen kann. Und dann fange ich da einfach an,
ich da unten die Kanten weißelt. Ich glaube, die schreibt noch Zeitraffer. Mit dem Ausweiseln vom Rand bin ich jetzt soweit fertig. So schaut es aus. Da die Ecken rauf und darüber, das habt ihr ja gesehen im Zeitraffer, da unten am Boden entlang. Da hinten das Eck habe ich rausgeweiselt, weil ich ja da mit der Rolle nicht bis ins Eck reinkomme. Oben im Kamin und unten im Kamin entlang. Und dann zieht sich das darüber über die Wand. Da drüben wird man es jetzt nicht gescheit sehen, weil einerseits ist es noch ein wenig frisch, andererseits blendet die Sonne ein bisschen. Aber da ist im Grunde das Gleiche. Eigentlich könnte ich jetzt anfangen, die Flächen mit der Rollen zu weiseln, aber ich habe jetzt einen Termin, ich muss jetzt kurz weg. Das dauert ein paar Stunden, bis ich wieder daheim bin, macht aber nichts. Machen wir heute ein bisschen Nachtschicht, dann schmeckt das Bier besser. Also hätte ich gesagt, bis gleich. Mittlerweile bin ich von meinem Termin wieder zurück. Frau und Kinder sind schon längst im Bett. Es ist jetzt doch ein bisschen später geworden, als ich gedacht habe. Aber das hilft nichts, die Arbeit muss weitergehen. Ich würde es jetzt heute geweiselt haben, dass ich morgen den zweiten Anstrich mache. Aber bevor ich jetzt das Weiterweiseln anfange, trinke ich erst einmal einen Schluck von der Weiselhalbe. Also, Prost Burschen, Mädels und alle anderen auch. So. Jetzt werde ich meine Farbe wieder herrichten. Ich habe den Kübel jetzt dabei, solange wie ich nicht da war, mit so einer Folie abdeckt und habe da Malerkrepp außen rumgepappt, damit man die Farbe nicht eintrickert. Die werde ich jetzt nur mal kurz durchrühren. Als Rolle habe ich mir was besorgt. Ich kenne mich da nicht aus, ich bin kein Maler. Aber das ist also eine ganz normale Malerrolle. Die stecke ich jetzt dann auf meinen Griff drauf, damit ich es rollen kann. Das ist eine Rota Gold 18. Also kann man es lesen? Ja. Das bedeutet, die hat einen 18er Flor. Das hat irgendwas mit den Haaren zu tun auf der Rollen. Die Haare sind recht kurz, da ich einen recht einen glatten Putz habe. Ich glaube, der Putz hat eine Körnung von 0 bis 4 mm. Somit ist die Oberfläche recht glatt. Jetzt, wenn ich da eine Rollen nehme mit langen Flor, also mit langen Haaren, bringe ich zwar recht viel Farbe in die Rollen rein, aber die Haare, die zeichnen sich dann auf der Fläche ab und das möchte ich nicht haben. Darum ist mir die Rollen empfohlen worden vom Fachgeschäft und die werde ich jetzt ausprobieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Wand, mit der, wo ich zum Verputzen angefangen habe, alles ein ganzer Weiseln. Die Wand danüber werde ich weiseln und die Wand da drüben werde ich heute auch noch weiseln. Wie schon gesagt, damit ich es bis morgen trocknen kann und ich morgen dann den zweiten Anstrich machen kann. Den Kamin, den werde ich heute nicht weiseln, weil da ist jetzt nicht so tragisch, wenn das ein paar Tage länger dauert. Da muss ich auch um das Kamintitel da rumpinseln. Das dauert ein wenig länger, wie da jetzt diese Fläche zu machen. Mir ist jetzt einfach nur wichtig, dass ich die Flächen da das erste Mal streiche, damit ich es morgen das zweite Mal streichen kann. Ich gebe jetzt ein wenig Gas, vor allem brauche ich jetzt ein bisschen Musik. Vorher trinken wir noch mal einen Schluck, dann mache ich ein bisschen Zeitraffer und wenn ich fertig bin, dann mache ich Feierabend für heute. Ihr hört es im Hintergrund schon ein bisschen, die Zeitraffermusik, die läuft schon. Also, dann trinken wir noch schnell und dann geben wir Gas.
Prost. Auf geht's. Mit der ersten runden Weißeln bin ich jetzt durch. Es schaut jetzt momentan nur ein wenig fleckig aus, weil die Farbe noch nicht ganz drucker ist. Aber man sieht jetzt schon einen deutlichen Unterschied zu vorher. Ich gehe zur Sicherheit morgen noch mal ein zweites Mal drüber. Jetzt habe ich nicht jede Pore schließen können. Zum einen, weil die Farbe recht verdünnt ist und zum anderen, weil es beim ersten Mal halt einfach nicht geht. Morgen gehe ich dann das zweite Mal drüber, aber für heute ist erstmal Feierabend. Einen kleinen Schluck habe ich noch drin und den trinken wir miteinander. Also, Prost! Feierabend für heute. Nächster Tag und ich bin schon wieder am Weißeln. Ich bin gerade dabei, dass ich die Ecken nochmal ausweißelt. Das ist jetzt das letzte Eck, was ich machen muss. Das andere habe ich jetzt ohne Kamera gemacht. Denn irgendwie kommen wir mir vor, wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Schreibt es mir mal in die Kommentare unten, ob ihr den Film noch kennt. Ich habe den echt gern angeschaut. Mittlerweile glaube ich, ist das schon so ein richtig alter Schinken. Aber immer noch gut. Ich streiche das Ganze jetzt halt mit unverdünnter Farbe, einfach damit das richtig gut deckt und damit ich da sauber eine Schicht Farbe drauf habe. Das gestern war ja mehr oder weniger bloß eine Art Grundierung, damit der Putz einmal ordentlich die Farbe aufgesaugt hat und gleichmäßig die Farbe annimmt. Weil man hat schon gemerkt, ganz gleichmäßig Drucker war er noch nicht. Gerade da hinten im Eck und da unten im Eck, da war er schon noch ein bisschen feucht, aber das macht jetzt auch nichts. Der Putz ist diffusionsoffen, die Farbe ist diffusionsoffen. Dicker tut es wie die Sau. Ich zeige es euch einmal. Ich muss jetzt heute nach, wie lange ist das her, dass ich das geweißelt habe? 6 Stunden. Wie das nach 6 Stunden ausschaut, nach der ersten Lage Farbe. Also, das ist mittlerweile richtig schön weiß. Nur da hinten im Eck, da sieht man es, glaube ich, da ist noch so ein dunkler Fleck. Es ist jetzt nicht alles von der Feuchtigkeit, da ist die Farbe auch nicht so deckend gewesen, weil das war das letzte Eck, was ich gemacht habe. Ich habe gestern da vorne an dem Eck angefangen und da hinten, muss ich ehrlich zugeben, ist mir dann die Farbe ein wenig ausgegangen. Die habe ich ja verdünnt gehabt und ich wollte jetzt wie halt im kleinen Eck da unten nicht nochmal was anmischen. Ich habe dann alles mehr oder weniger im Kübel zusammengekratzt, was ich so gehabt habe und habe das Eck dahin geweißelt, weil ich ja gewusst habe, dass ich heute eh nochmal drüber weißelt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal mitfilmen, wenn ich da mit der Rollen da drüber gehe. Ich weißel das jetzt alles durch und wenn ich fertig bin, dann zeige ich euch, wie es ausschaut und dann machen wir weiter. Mit der zweiten Runde Weißeln bin ich jetzt auch durch. Ich habe es jetzt schon ein paar Stunden trocknen lassen, damit es nicht mehr ganz so fleckig ist. Und jetzt sieht man, wie schön weiß das die Wand wird. Das vordere Stickel vom Kamin habe ich jetzt auch schon das erste Mal gestrichen. Das seitliche vom Kamin, das streiche ich erst, wenn ich den Holzofen raus tue, bevor ich den Holzkessel dann rein tue. Weil ich da sonst nicht gescheit hinkomme mit dem Ofenrohr und dem Nachheizkasten. Das mache ich erst, wenn das Zeug weg ist. Aber da die Wand, die ist jetzt richtig schön weiß.
Ich glaube, dass die Lichtverhältnisse darin jetzt nur mal ein wenig besser geworden sind, durch das, dass die Wände jetzt besser reflektieren. Es ist ja so, wenn man hinschaut, ja, jetzt ist gut. Jetzt als nächstes geht es um den Inhalt der großen Schachteln da hinter mir. Erst einmal um die langen und dann im Anschluss um den Inhalt der großen Schachtel da unten. Das ist nämlich auch was ganz was Besonderes. Aber jetzt machen wir erst einmal die großen Schachteln da oben auf und dann schauen wir, was da drin ist. Ich habe es ja vorher im Video schon erwähnt, dass ich da oben rundherum auf alle vier Seiten einen sogenannten Brüstungskanal rummache für die Elektroinstallation. Und die Brüstungskanäle, oh Wunder, die sind da in der Schachtel drin. Brüstungskanäle kennt wahrscheinlich ja jeder, einen in jedem Büro oder in jedem öffentlichen Bau verbaut. Das sind so Kabelkanäle, wir haben da vorne so einen kleinen Deckel, den macht man da drauf, kann da drin seine Elektroinstallation machen, macht den Deckel drauf und dann ist das eine saubere Sache. Warum habe ich mich für einen Brüstungskanal und nicht für einen Kabelschacht entschieden? Das hat den einfachen Grund, der Brüstungskanal war wesentlich günstiger und ich finde, der Brüstungskanal macht einen stabilen Eindruck vom Kunststoff her. Ich finde, dass der Kabelschacht irgendwie nicht so stabil ist. Da ist der Deckel auch auf die gesamte Breite. Der Brüstungskanal hat bloß da vorne so einen schmalen Deckel. Das finde ich auch wesentlich schöner wie beim Kabelkanal. Da muss man mal den ganzen Deckel runternehmen. Ich weiß, da gibt es so Klammern, die wo die Kabel dann im Kabelkanal fixieren. Aber das hat man beim Brüstungskanal einfach schon allein durch das, dass man die Kabel da hinten reinlegen kann. Und ich brauche 28 laufende Meter. Also da mache ich, ich weiß nicht, was der Unterschied war, ich glaube 5 oder 6 Euro pro laufenden Meter, diesmal 28. Ja, das macht schon was aus. Bevor ich jetzt den ersten Brüstungskanal da oben an der Haustür hinschrauben kann, muss ich mir da erst einmal das kleine Eck aussparen, weil da die zwei Brüstungskanäle so zusammenkommen. Warum ich jetzt da nicht komplett eine Gehrung oder irgendwas hinschneide, das zeige ich euch gleich, was ich meine, weil die nämlich höhenversetzt sind. Aber jetzt schneide ich da erst einmal mit der Pucksäge das kleine Ekel da weg. Lang von der Tiefen her nicht die Pucksäge. Dann müssen wir die Japansäge nehmen. Dann schneiden wir den Rest halt mit der Japansäge raus. Gut, und dann kann ich den schon mal aufschrauben. Ich habe ja da meine USB-Platten von der Wandverkleidung. Da lege ich mir da oben jetzt so eine, was hat das, 7 mm glaube ich, Leisten habe ich da hergekriegt. Lege ich mir da drauf. Einmal, weil ich da vorne meinen Aluwinkel habe von der Torverriegelung. Und zum anderen, damit es da einfach eine schöne Schattenfuge ergibt. Und ich kann die Schutzfolie dann erst im Nachhinein abziehen, die wo an dem Brüstungskanal dort ist. Und brauche es nicht jetzt schon abziehen. Und den Kanal da im schlimmsten Fall verkratzen. Da ist da so eine graue Folie drauf, die zieht man dann ab, dann ist die schön weiß. Das Einzige, was mir bloß aufgefallen ist, also Brüstungskanal festschrauben, ist anscheinend eine Kunst für sich, weil die Befestigungslöcher von dem Brüstungskanal, die sind da hinter dem Falz. Und da muss man da mehr oder weniger ums Eck rumschrauben oder zumindest ein wenig schräg. Also da am Holz, da geht es jetzt, da ist ja wurscht. Ich nehme da wieder meine Penhead-Schrauben her. Da ist es wurscht, wenn die Schrauben ein wenig schräg drin sind, aber an der Wand, da muss ich ja Dübe bohren. Da stelle ich mir das Ganze nicht so einfach vor. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Jetzt schraube ich den noch ein zweites Mal fest, damit der auch sicher dort ist. Und dann zeige ich euch das mit dem Eck da zu dem anderen Brüstungskanal. Gut, also der kann schon mal nicht aus. Jetzt kann ich da unten, oder? Nein, die Leisten lasse ich da auch einmal drin. Aber jetzt zeige ich euch das Eck da hinten. Der Kanal, der wo jetzt da raufwärts geht, der kann man ja jetzt eigentlich da auf der gleichen Höhe daher. Aber ich werde das anders machen. Ich werde den nämlich ganz nah aufschirmen und decken und werde den so hier machen. Einmal, dass man den Wandanschluss da oben verdeckt. Und zum anderen gefällt es mir besser, wenn der direkt an der Decke entlang läuft. Und die Kabel, wo dann von den Lampen kommen, die kann ich dann da an der Stirnseite einbohren und kann die da reinlegen, kann den Deckel dann trotzdem runter machen und an die Installation dahin.
Und die Kavit werde ich jetzt da bei dem, der wo da rüber geht, bei dem Kanal, werde ich das Ekel auch nochmal wegnehmen. Und dann kann ich die Kavit da ums Eck rumlegen. Ich weiß, ich verbaue mir da jetzt einiges an Masse, wo sie an Kavit da durchlegen kann. Aber das Loch hat jetzt dann 7 auf 7 cm. Ich denke, dass ich da die Kavit, die wo ich da durchlegen muss, leicht durchbringe. Und wenn es wirklich nicht langt, dann drucken wir mit dem 3D-Drucker da so ein schräges Stickel aus, das wo dann den Kanal da rauf lenkt, dass ich dann die volle Breiten, ich glaube, die hat 130 auf 70, dass ich die komplette Breiten von 130 mm Kavi da ausnutzen kann. Aber ich glaube nicht, weil wenn man überlegt, 70 auf 70, was man da Kavi durchbringt, das müsste eigentlich leicht langen. Vielleicht kann ich da oben noch kleine Überraschungseierfiguren draufstellen. Den ersten Kanal habe ich jetzt festgeschraubt. Jetzt kann ich da einfach mal Holzleisten auf der USB-Platte dann überrutschen und den zweiten Kanal auflegen. Und den dann festschrauben. Ja, jetzt war halt der dritte Hand nicht schlecht. Halten und schrauben gleichzeitig ist ein wenig schwierig. Aber das kriegen wir auch hin. Ja, das geht schon. Schauen, dass sie bündig beieinander sind. So, da hält der schon. So mache ich jetzt diese ganze Länge da durch. Das sind 8 Meter. Das müsste mit 4 Kanälen eigentlich recht gut ausgehen. Da ist einer jeweils 2 Meter lang. Die schraube ich jetzt hin und dann zeige ich es euch. Der Kabelkanal auf der Vorderseite ist jetzt alles ein ganzer dort. Der ist soweit fertig. Und ich habe es jetzt nicht abwarten können, auch wenn die Farbe noch nicht ganz drucker ist, dass ich da für den ersten Kabelkanal, der wohl da raufwärts geht, die Löcher schon mal vorbohrt habe. Ich nehme da 6x50er Dübe her. Da habe ich natürlich dann 6er Löcher vorbohrt. Mit dem Staubsauger. Den Staubsauger hingehalten unten und dann bohrt, damit der Staub nicht da über die frisch geweißelte Wand runterrieselt. Weil ich traue mir wetten, wenn die staubig wird, dann kriege ich den Staub nicht mehr abgewischt, weil die Farbe noch nicht ganz drucker ist. Ich werde jetzt auch heute bloß den einen Kabelkanal dahin machen, bloß damit ich mal sehe, wie es ausschaut. Weil jetzt glaube ich, könnte ich mich noch umentscheiden dafür, dass ich den Kabelkanal da drüben höher setze. Wobei, das könnte ich nachher auch noch. Mir ist jetzt gerade ein Fall gekommen, wo es vielleicht hinderlich war, aber da kannst du mir ihr in die Kommentare unten schreiben, ob meine Vermutung da richtig ist. Und zwar, ich muss ja von da, wo die Fernwärmeleitung reinkommt, dann später ein Netzwerkkabel darüber legen, in dem Brüstungskanal mit dem Stromkabel dazu, weil dieser Heizkessel eine Internetanbindung braucht. Boah, ich schwitze gleich, so warm ist da herin. He. Und so viel wie ich vom Helmut gelernt habe, ist nicht gut, wenn dieses Datenkabel mit dem Stromkabel zusammen in einem Brüstungskanal oder in einem Kabelkanal liegt. Das sollte immer einen gewissen Abstand voneinander haben. Und da jetzt auf der vorderen Seite, da im Eck, da habe ich ja bloß 7 auf 7 cm. Da müssen die Stromkabel rein und das Datenkabel. Und da glaube ich, wird es ziemlich eng. Also das ist der einzige Fall, was mir jetzt gekommen ist, wo es sein kann, dass da zu einem Problem kommt, weil da eben der Platz nicht da ist. Schreibt es mir doch bitte mal unten in die Kommentare, ob das wirklich zu einem Problem führen kann oder ob es da Möglichkeit gibt, dass man so ein Datenkabel direkt am Stromkabel entlanglegt. Wenn das zu einem Problem führen könnte, dann werde ich den vorderen Kabelkanal einfach höher setzen und dann habe ich diese 130 mm Platz, dass ich das Datenkabel von dem Stromkabel separat durch den Kanal führen kann. Ja. Jetzt schraube ich den Kanal da mal hin und dann zeige ich euch das Eck da vorne, wie das ausschaut mit den 7 auf 7 cm Aussparung. So habe ich mir das vorgestellt mit dem Versatz von den 2 Kanälen. Da jetzt in dem Eck greife ich es übereinander. Da oben habe ich jetzt die Schutzfolie schon runtergezogen, weil ich die dann jetzt nicht mehr rausbringe, wenn ich den aufgeschraubt habe. Man muss ja die 2 Kanäle jetzt ganz in weiß vorstellen, aber ohne Blumenstrauß. Wenn man die Deckel jetzt auf die Seiten schiebt, dann sieht man da die Kabeldurchführung mit 7 auf 7 cm. Das ist jetzt ein bisschen das Nadelöhr, das was das Ganze begrenzt von der Kabelmenge, die ich da durchbringe. Und eben das Problem, was ich da sehe mit dem Datenkabel, was da durch muss. Aber es war wirklich nur in dem kurzen Bereich aneinander mit dem Stromkabel. Man kann natürlich schauen, dass ich es so weit wie möglich wegbringe, also so
1-2 cm. Es liegt jetzt wahrscheinlich nicht direkt am Strom-KW an, aber so 1-2 cm Abstand müsste ich schon herbringen. Und dann, da wo es da runter geht, da muss ich noch einen Kabelschacht hermachen. Da ist dann schon voneinander getrennt und auch dann da oben in dem Kabelkanal, der wo da rüber geht, da habe ich den Abstand da wieder. Es ist wirklich nur in dem kleinen Bereich. Ich glaube, bei euch haben mit Sicherheit Elektroprofis dabei, die wo man da mehr dazu sagen können, ob das da einen Ärger geben kann, wenn das Datenkabel in dem kurzen Bereich recht nah an einem Stromkabel vorbeiläuft. Ich werde jetzt aber da gar nicht mehr recht viel weitermachen, dass ich die Kabelkanäle da weiter verlege, weil ich gemerkt habe, dass die Farbe wirklich noch frisch ist. Ich halte zwar einen Staubsauger hier beim Bohren, dass da jetzt kein Staub runterrieselt, aber falls doch, wenn sich der Staub da jetzt auf der Wand ablegt, ich glaube nicht, dass ich den wieder wegbringe und dann muss ich nämlich wieder drüber weißeln. Darum werde ich jetzt bis morgen warten, dass ich die restlichen Kabelkanäle da rum verlege. Das werdet ihr aber nicht mehr in dem Video sehen, weil die Woche ist das bei mir so eine richtig knappe Kiste, dass ich das Video bis zum Karfreitag auch fertig bringe. Darum werde ich das einfach im nächsten Video kurz zeigen, wie es ausschaut, wenn die ganzen Kanäle dort sind. Jetzt haben wir die langen Kisten schon ausgepackelt. Jetzt möchte ich euch zeigen, was in der großen Schachtel drin ist. Das ist die Schachtel, um die es geht. Da vorne steht es drauf. Das ist eine sogenannte Mystery Box. Die habe ich von einem Zuschauer zugeschickt gekriegt, vom Roland aus Freilassing. Ich habe es schon aufgemacht. Ich weiß, was drin ist. Bevor ich es euch aber jetzt zeige, nur kurz was in eigener Sache. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, da unten an meinem Kanalnamen hat sich was geändert. Ich bin jetzt immer der Vespa Peter. Ich bin jetzt einfach der Vespa Peter. Der Grund, warum das so ist, ist zwar recht kompliziert, aber doch recht leicht erklärt. Es sind markenschutzrechtliche Gründe, denn, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es wird jetzt dann bald einen Online-Shop von mir geben, wo es dann so Merchandise-Artikel wie T-Shirts, Tassen, Halbigriegel und Bier zum Kaffee gibt, von mir. Und einfach dem vorzubeugen, denn Vespa ist ein wortnamentlich geschützter Ausdruck, den darf man so nicht einfach verwenden. Habe ich mir gedacht, ändere ich erst einmal meinen Kanalnamen und dann kann ich nämlich mein Kanallogo auf die T-Shirts oder die Tassen aufdrucken und kriegt dann nicht irgendwann einmal Ärger von Vespa, dass die sagen, hey, du darfst das nicht. Das wollte ich eben vermeiden. Und darum hat sich mein Kanalname geändert. Ich werde am Sonntag einen Livestream machen und innerhalb des Livestreams werden wir diesen Online-Shop endlich scharf schalten. Und dann wird es endlich möglich sein, dass ihr da draußen Sachen von mir bestellen könnt. Mehr dazu aber im Livestream. Ich denke mal irgendwas sowas um 19, 20 Uhr rum am Sonntag. Wenn ihr Zeit habt, kommt es mit dazu, dann werden wir miteinander dann den Online-Shop scharf schalten. Aber jetzt geht es um die Schachtel. Ich habe euch jetzt näher hergeholt, damit ihr ein bisschen einen besseren Einblick in die Schachtel habt, wenn ich es aufmache, denn wo ich die aufgemacht habe, war ich so richtig baff. Kurz zum Roland. Der Roland hat eine Firma, wie gesagt, das ist keine Kooperation, nicht, dass wieder Kommentare kommen von wegen, ich verkaufe mich jetzt auf einmal. Der Roland hat eine Firma, der verkauft persönliche Schutzausrüstung über sein Geschäft, über seinen Shop. Und der hat mir angeschrieben, der hat gesagt, sie haben Inventur gemacht und da sind viele Sachen übrig geblieben. Ich weiß jetzt auch nicht genau die Hintergründe. Er hat gesagt, irgendwie Kundenretouren, gebrauchte Sachen, Sachen, die wo wie Ladenhüter sind, die wo er einfach nicht losgebracht hat. Und bevor er die Sachen wegschmeißt, da das mir gern zukommen lassen, damit die Sachen am guten Zweck zukommen. Ich habe ihm dann meine Größe geschrieben, die Größe meiner Kinder, die Größen meiner Frau, also Hosengröße, Schuhgröße. Und er hat gesagt, er backelt ein bisschen was zusammen und schickt mir das. Ja, jetzt schaut mal daher, was aus dem bisschen geworden ist. Ich habe gemeint, ich spinne echt, wie ich da reingeschaut habe. Das ist nicht einmal alles, was da gekommen ist. Einige Sachen liegen nur in der Wohnung um. Es sind ein paar Hosen dabei gewesen, die passen weder mir, noch meiner Frau, noch meiner Mom, noch meine Kinder. Da in der Schachtel da drüben, da liegt noch ein paar Schuhe. Die zeige ich euch dann auch gleich. Aber sonst ist noch alles drin. Also, fangen wir mal an. Ich habe gekriegt Arbeitshosen für den Josef. 1, 2, 3, 4. Eine kurze Hosen. 5, 6 Arbeitshosen, die wo mir jetzt passen. In die Arbeitshosen, die wo für den Josef ist, die wo ich gerade gezeigt habe, da muss er noch ein bisschen reinwachsen. Ein Pullover von der Firma Nitras. Kenne ich jetzt nicht. Auch schön. Da unten ist nochmal ein Pullover. Ich glaube, ist sogar von der Firma Uwex, genau. Den zweiten Pullover. Dann haben wir eine Hosen für meine Tochter. Schöne Arbeitshosen.
Da ist noch irgendwo eine Arbeitshose, die finde ich jetzt gleich gar nicht. Die passt in Josef jetzt gerade. Ach, da ist. Das ist nochmal eine Arbeitshose für den Josef, die wo ihm jetzt gerade im Moment passt. Super Gummistiefel. Ganz leicht, innen gefüttert, ohne Stahlkappen. Die haben innen so ein Futter drin. Die sind super, wenn es im Winter mal dreckig hergeht. Die stelle ich mal da her. Dann haben wir klamottentechnisch, ah genau, da unten. Ah, da habe ich mich mega gefreut. Schaut euch mal die brutale Jacke an. Mit Kapuzen. Die ist auch für den Josef. Die kriegt er jetzt dann zu Ostern. Wirklich genial. Also übersehen können wir dann nicht mehr. Dann haben wir noch ein T-Shirt. Das passt mir. Größe S. Ich habe in Roland geschrieben, ich war gerne ein M, aber ich bin bloß ein S. Auch wenn es in die Videos anders rüberkommt. Manche meinen, ich bin 2 Meter groß. Nein, ich bin bloß 1,68 Meter. Dann geht es weiter. Ein paar Arbeitsschuhe mit so einem Gummizug dort, natürlich mit Stahlkappen drin oder Kunststoffkappen. Jetzt habe ich da drüben das zweite Paar Arbeitsschuhe eingeräumt unter die Hosen. Aber die zeige ich euch jetzt auch schnell. Die habe ich schon angehabt. Die sind wirklich sehr bequem, ganz leicht. Die sind auch von der Firma Uwex. Auch nochmal Arbeitsschuhe. Da vorne mit so einem Drahradl zum Zu- und zum Aufmachen. Kommen wir da so dran. Und dann kann man die zumachen und zum Aufmachen zieht man da oben bloß an. Also wirklich genial. Dann geht es weiter. Jetzt kommen wir schon langsam zur persönlichen Schutzausrüstung. Und ich sehe da schon das Richtige, nämlich ein Bier. Ein Schönraumer Hell. Das probieren wir doch gleich, oder? Bevor wir da jetzt weiter grob. Also, Prost Burschen, Mädels und alle anderen auch. Mmh, das schmeckt gut. Da hat der Roland recht gehabt. Er hat gesagt, das ist ein richtig gutes Bier. Roland, auf dich auch nochmal ein herzliches Prost. Mmh. Das ist gut. Das stellen wir mal auf Zeiten. So, also, weiter geht's. Also, wo ich so richtig baff war, so richtig baff, das ist die Schachtel. Das ist, ich tue es einmal raus, ein Gehörschutz von Uwex, aber nicht irgendein Gehörschutz, sondern ein Gehörschutz mit Bluetooth. Ach, genau. Da kann man Musik hören beim Arbeiten. So was wollte ich schon immer mal haben. Ich weiß gar nicht, warum ich mir sowas nicht schon gekauft habe. Gut, dass ich es mir nicht gekauft habe. Jetzt habe ich einen. Also, Wahnsinn. Also, wie ich das gesehen habe, war ich so richtig baff. So. Also, hätten wir das schon mal. Dann gehen wir darüber. Was haben wir noch? Wenn wir schon beim Gehörschutz sind, auch nochmal 2 Gehörschutz für die Kinder. Perfekt. Da kann man nie genug haben, weil wenn man einen braucht, dann findet man meistens nicht. Da liegt dann auch nochmal ein Gehörschutz drin. Das, glaube ich, ist auch kein normaler Gehörschutz. Da steht SNR 32 Dezibel drauf. Der Roland hat nämlich einen Jagdbedarf und von der Größe von den Kapseln her denke ich mal, dass das ein Gehörschutz aus dem Jagdbereich ist. Also der dämpft wirklich gut. Ich habe ihn schon aufgehockt, da hört man wirklich fast gar nichts mehr. Also wenn es einmal laut hergeht, wenn es einmal richtig laut hergeht, habe ich jetzt einen Gehörschutz. Dann sieht man viel Arbeitshandschuhe, Handyman, Größe 9, perfekt, das sind genau die Handschuhe, die wo ich brauche. Ich tue jetzt einmal da in das Eck rüber, nochmal Arbeitshandschuhe, nochmal Arbeitshandschuhe, noch mehr Arbeitshandschuhe, nochmal ein Backel Arbeitshandschuhe, dann haben wir Arbeitshandschuhe für den Josef, Arbeitshandschuhe für die Eleanor. Das ist auch was Lustiges. Dazu komme ich jetzt dann gleich. Dann haben wir Schweißhandschuhe, richtig schöne dicke Lederhandschuhe zum Mick-Mack-Schweißen oder zum Grillen. Ein paar
nochmal ein paar und ein drittes paar Schweißhandschuhe, Socken, nochmal ein paar Socken und eine Mütze. Das hört nicht auf, das hört einfach nicht auf. Da auch richtig genial, Knierpolster für die Arbeitshosen, wo man so in die Hosen reinschieben kann. Auch super. Noch mehr Gehörschutz, eine ganze Dosen voll Europack, sage ich immer dazu. Also so Kapselgehör oder nein, so Schaumstoffgehörschutz, wo man so halt in die Arbeitsschale reinschiebt. Die mag ich eigentlich am liebsten. Und da sehe ich gerade, das ist ja genial. Da ist also ein kleines Plastikdosel dabei, da kann man sie dann immer zwei in das Dosel rein tun und in die Arbeitshosen reinschieben. Also da glaube ich, brauchen wir keine Sorgen mehr machen, die glaube ich lange die nächsten 100 Jahre. Super, dann haben wir natürlich zur PSA, was gehört dazu? Schutzbrillen, einmal ein Schutzbrillen mit Dunkelgläser. Ein Schutzbrillen hat meine Mom schon mit reingenommen, die kriegt meine Mom. Dann haben wir da nochmal eine, die schaut aber fesch aus. Schutzbrillen mit weißen Rahmen und klare Gläser. Mit einem kleinen Taschel dabei, damit man es da rein tun kann und zum Saubermachen von den Gläsern. Ich tue es jetzt gar nicht mehr in die Schachtel rein. Dann haben wir nochmal Schutzbrillen mit gelben Gläsern für mehr Kontrast. Auch super. Und dann eine Schutzbrühen, die eigentlich mehr ausschaut. Der Josef hat gesagt, ein Taucherbrühen. Nein, das ist kein Taucherbrühen. Das ist auch ein Schutzbrühen mit so einem Gummizug, aber da mit so einem Gummirand rum. Ja, wie man wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, für was man sowas braucht, aber haben tue ich jetzt. Dann haben wir noch, ja, wer kennt es nicht und wer hasst es nicht. Lange haben wir es tragen müssen. Aber bei manchen Arbeiten ist man ganz froh, dass man es hat. Staubschutzmasken. Super. Wenn es einmal staubig hergeht, haben FFP1 filternde Halbmaske. Perfekt. Wie viele Stück sind da drin? 10 Stück. Also die lange auch. Dann haben noch zwei Schachteln in der Schachtel drin. Die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Ich weiß aber trotzdem, was drin ist, aber ich mache es jetzt mit euch auf. Dann schauen wir da einmal rein. Also ihr seht schon, der Inhalt der Schachtel, der ist wirklich, ich habe das gesehen, ich sehe nicht richtig. Wie das Backel gekommen ist, ist meine Mom zu uns in die Wohnung aufgekommen und hat gesagt, Peter, schnell, komm raus, der Postbote hat eine riesen Schachtel dabei, der hebt jetzt dann gleich am Bruch. Und dann bin ich hinausgegangen und habe die Schachtel gesehen. Ich habe ja gewusst, dass das kommt, das Backel. In der Sendungsverfolgung war es halt drin gestanden, dass das halt kommt. Aber ich hätte ja nie vermutet, niemals, dass da so eine riesen Schachtel kommt, wo so viel Zeug drin ist. Also das ist echt krass. Also, da ist nochmal das gleiche Bier drin. Das schön Rahmerhell. Super. Robert, auf einem Hax kann man nicht stehen, gell? Darum immer zwei halbe. Und da müsste eigentlich auch nochmal ein Bier drin sein, aber anders. Und zwar ist da drin ein Dosenbier. Er hat irgendwie gesagt, das ist ja lustig, das ist von einer Bekannten von ihm, der braut das selber. Das ist deine Feierabendhalbe. Der Titel ist echt gut. Deine Feierabendhalbe. Das ist direkt von seiner Firma. Das hat er für seine Firma machen lassen. Ist echt super. Das werden wir probieren. Aber nicht heute. Roland, ich bin so baff. Echt. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie mich das gefreut. Und jetzt kommen wir zum Besten vom Ganzen. Nein, das zeige ich euch nicht. Da ist also ein kleines Schachtel drin. Und in dem Schachtel ist eine Maschine drin. Das ist ein Alkoholtester. Jetzt kann ich immer, wenn man trinkt, fährt man nicht Auto, gell? Don't drink and drive heißt es immer. Aber wenn man daheim auf der Baustelle ist oder im Stammtisch hockt, bevor man heimgeht und von der Frau geschimpft wird, kann man sich jetzt immer mit dem Moped da schauen, wie viel Atü das man auf der Lampe hat. Und
Jetzt funktioniert es wahrscheinlich nicht, weil ich habe jetzt gerade einen Schluck Bier getrunken und dann hat man diesen Alkohol nur im Mund. Ich habe die Bedienungsanleitung auch schon ein wenig durchgelesen. Man sollte immer mindestens eine Viertelstunde warten. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Und, was habe ich? Er rechnet noch. 0,13 Promille. Also, haben wir noch safe. Drum, hätte ich gesagt, trinken wir mal nur einen Schluck. Roland, vielen, vielen herzlichen Dank für diese ganzen Sachen, die du mir schicken lassen hast. Also, bis auf die Hosen, wo mir und der Frau oder der Mom jetzt nicht passen, die wo wirklich zu groß sind, aber da findet man auch jemanden, der wo da rein passt, kann ich wirklich alles sehr, sehr gut brauchen. Gerade diese PSA, also diese persönliche Schutzausrüstung, kann ich wirklich gut einsetzen. Ihr wisst, ich bin da manchmal recht leichtsinnig. Meine Frau, die schimpft mir immer, hat keine Schutzbrille auf beim Flexen, schneidet nicht mit der Motorsäge ohne Schnittschutzhosen. Ich bin da manchmal ein wenig nachlässig. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich wirklich an jedem Standort, und da gibt es mehrere bei mir, in der Dreherei, in der Schweißerei, in meiner Bastelstube, im Heizhaus, immer was parat lege, dass ich an jedem Ort die persönliche Schutzausrüstung vor Ort habe und nicht immer irgendwo hingehen muss und die erst holen muss. Also Robert, nochmal vielen herzlichen Dank an der Stelle und auf dich, darin geht es einen richtig großen Schluck. Prost! Das ist wirklich gut. So. Alter. Nein, wir haben sogar noch eine Schachtel vergessen. Ich sehe jetzt gerade nur eine Schachtel da drin. Die haben wir vergessen aufzumachen. Die machen wir jetzt auch noch auf. Aber so wie das ausschaut, ist da auch noch mal ein Bier drin. Ich bin jedes Mal, wenn ich da... Ich werde das Zeug natürlich jetzt dann nach und nach verrammen, aber trotzdem. Allein wenn ich die Schachtel aufmache und da reinschaue, ich bin so baff. Ich bin so baff. Ah. Nummer ein Schönrahmer. Super. Perfekt. Wo stelle ich noch diese ziehen? Stelle ich wieder da rein. So, jetzt habt ihr gesehen, was in der Mystery Box alles drin war. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen mit mir mit, weil ich kann es nicht fassen, echt. Ich kann es einfach. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe die ganzen Sachen jetzt wieder in die Schachtel rein und die Schachtel da an Seiten hingestellt. Ich verlinke euch den Shop vom Roland einmal unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr irgendwas in Sachen PSA braucht, dann schaut bei dem einmal vorbei. Wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung oder irgendwas. Das ist keine Kooperation, wo ich eingegangen bin. Das war alles aus freien Stücken. Der Roland wollte mir einfach was Gutes zukommen lassen und das hat er damit getan. Ich weiß, heute ist in dem Video nicht recht viel passiert. Ich habe ein bisschen geweißelt, ich habe ein bisschen Kabelschacht hingemacht. Nächste Woche, denke ich mal, gehen wir aber dann richtig Gas, weil jetzt geht es dann schon langsam darum, dass der Heizkessel da reinkommt. Johannes oder Johann, jetzt kommt endlich der Part von dir, den du dir so lange wünscht, dass der Heizkessel endlich ins Heizhaus reinkommt. Ich schaue mal, vielleicht schaffen wir das bis nächste Woche schon, dass wir das da über die Bühne bringen. Und dann geht es auch schon los, dass der erste Pufferspeicher aus dem Keller rauskommt. Der 700 Liter Pufferspeicher, der kommt da hinten in das Eck, wo der Kamin ist. Den werden wir entleeren und dann da rausheben aus dem Keller und da rein transportieren. Der nächste Schritt wird dann sein, dass wir den ganzen Hof aufreißen, weil wir müssen die ganzen Leerrohre verlegen, damit wir von da aus irgendwie in den Heizungskeller kommen. Das werden wir vielleicht, ich weiß nicht, ich habe schon abgeklärt, Minibagger standen schon parat. Wir müssen die Pflastersteine, wir werden die Pflastersteine erst einmal in dem Bereich rausnehmen, wo ich backen muss, die Leerrohre reinlegen, das dann wieder zufüllen. Wir werden es aber so machen, dass wir dann am Schluss irgendwann einmal das komplette Hofpflaster rausziehen, weil ich habe die Befürchtung oder die Erfahrung gemacht, dass wenn man so ein Pflaster rausnimmt und da wieder reinstickelt, meistens bringt man es gar nicht mehr rein. Wenn es irgendwo zwischen die zwei Pflastersteine ist, dann bringt man die nicht mehr rein. Und man sieht das immer, wenn man da was reingeflickt hat wieder, weil das ist entweder dann heicher oder tiefer. Und das Pflaster ist jetzt drin, ich darf mal sagen, so 35 Jahre. Man sieht schon, wo man immer mit dem Auto fährt und mit dem Bulldog fährt, dass da das Pflaster schon langsam absackt.
Darum haben wir uns dafür entschieden, dass wir das ganze Hofpflaster rausmachen, auf kurz oder lang, und den Hof dann neu pflastern. Ich werde die Storner alle beschriften, die wo geschnitten sind. Die ganzen Storner ist ja nicht das Problem, die kommen ja untereinander tauschen. Aber die Storner, wo geschnitten sind, die werde ich alle beschriften und fotografieren und dann wieder genau an dem Ort einsetzen, wo es drin waren, in der Hoffnung, dass ich keinen einzigen Stor dazu kaufen muss. Das werden wir aber dann sehen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, nächste Woche geben wir richtig Gas. Jetzt trinken wir nochmal einen Schluck zum Feierabend und dann war es mit dem Video für heute. Also, halt einmal, ich schaue schnell nach. Ich habe nämlich einen Trinkspruch auf Lager, den habe ich in die Kommentare gekriegt, den habe ich mir extra aufgehoben. Jetzt passt auf, ein Trinkspruch. Täglich geht die Sonne auf, täglich weicht die Nacht dem Licht. Alles siehst du immer wieder, nur verliehenes Werkzeug nicht. Prost! Und damit hätten wir es auch schon wieder für heute. Ich mache für heute Feierabend und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder ein wenig Spaß gemacht. Und wie immer, bleibt mir zum Schluss dann bloß noch eins zum Song. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein. Pfiat euch! Jetzt bloß ich nochmal. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich glaube, das zeigt so viel an. Das können wir gar nicht messen. Ich habe jetzt gerade erst getrunken, gell? Ja. 1,94 Promille. In 10 Minuten schaut das besser aus. Viel Zeit.